Nun, wenn sonst nichts mehr zu berichten ist. Ich habe noch einige Informationen über Itobria erhalten. Wir wollten ja ursprünglich die Itobria nun ja anwerben für unsere Mission, nicht wahr? Ja. Über Kontakt habe ich erfahren, dass wir einen gewissen starken Hagen kontaktieren müssen. Wir müssen uns am Viehmarkt im Tobria-Viertel nach ihm erkundigen. Ich würde dieses gerne mit Ömer erledigen. Du, ihr, du, ihr. Nun, ich Darf glaube, ich euch an die. den Pferdemarkt erinnern? Nun, mein Kontakt versprach mir, wenn ich eine gewisse Geldspende für die Tobria mitbringen würde, sie mich anhören würden. Und was genau willst du denen erzählen? Dass wir 50 vernünftige, zuverlässige Leute brauchen. 50? 50? 50 sind ein Hasenschiss. Wie viel wollt ihr dann haben? 200? So viele 1000? wie wir kriegen können. Wer einen Speer halten kann, kommt mit. Das kommt natürlich wahrscheinlich auf den Preis an, den sie dafür verlangen. Wenn ich 50 Erstmal. Mann haben will, euer Recht sollten haben. Im Übrigen, Raffin, wie lief das? Sehr gut, wir haben 50 Mann. Gut. Seht ihr, so einfach ginge das. Da müssten wir keine Spendengala organisieren und hunderte Dukaten in Gut, Nahrungsmitteln an die armen Leute verteilen. ich kann mich erkundigen, was er pro Mann verlangt. Nun, mal so ganz anders gefragt. Das ist jetzt der Mann, den wir ansprechen, damit er uns nicht auf die Füße tritt, wenn wir da versuchen, unsere Anheuerungsaktion zu machen, richtig? Ich vermute, er ist der, nun will ich Chef sagen, aber eine gewisse Vertrauensperson unter den Tobianen, würde ich so behaupten. Wir sollten ihn auch ansprechen, was das Ganze mit der Suppenküche angeht. Könnten die ihn ja dafür bezahlen, dass er die Sache beschützt. Das wäre ebenfalls möglich. Ja, dass es da nicht zu Problemen kommt. Immerhin tut er so wenigstens ein wenig halbwegs ehrliche Arbeit. Naja, gut, wir könnten hier ein paar Goldmünzen bieten und 10 Sack Hafer. Stimmt, wir können ihm jede Menge Hafer anbieten. Ja, nicht jede Menge, wir bieten ihm irgendwie 10 Sack Hafer an. Das ist eine Quade Hafer. Der wird sich auch denken, was soll ich damit? Aber mit einer Quade Hafer wird er sich denken, okay, 10 Säcke, die wieder irgendwo untergestellt bekommen, währenddessen er sie dann verkauft. Oder von mir aus auch verschenkt und damit sich einen guten Namen macht und dann zum Hafereurig wird. Ich habe keine Ahnung. Oder selbst nutzt. Wie gesagt, der Kontaktname ist der starke Hagen. Ich vermute mal, das ist nicht sein richtiger, wirklicher Name. Natürlich nicht. Ich muss gestehen, ich würde lieber selbst mit ihm reden, aber ich weiß nicht, ob er mich zurückhalten könnte, ihm an den Hals zu springen. Ihr seid ein wenig wankelmütig am Temperament. Wie sagt ihr es normalerweise? Wohltemperiert. Volatil. Herr Greifenmund, wenn ihr in die Gegend kommt, dann wird der starke Alrik schon der Erste sein, der nicht mehr da ist. Nur sein Stellvertreter wird da sein, um euch zu fragen, was ihr denn wollt. Ich dachte, er ist der starke Hagen. Ömer, du hast doch noch einen Draht Ja, aber dazu. der ist ein Verbrecher. Wenn er einen Bandstrahler sieht, dann weiß er auch genau, dass man lässt sich nicht verhaften. Sage ich ja. Deswegen, Ömer, du hast doch einen Draht zu solchen. Ja, ich kann mit solchen Leuten besser umgehen, als ihr das könnt, weil ihr mal zu rechtschaffen seid oder so. Ja, pass auf, dass Abel mir sich und uns nicht um Kopfkragen und Geldbörse redet. Ich weiß nicht, ob ich Abel mir dabei gebrauchen kann. Ich würde mir lieber anhören, worum es geht, und dann handle ich das aus. Also ich kann mir gerne vorstellen, Rafim dabei zu haben als meinen starken Alrik, wenn es da Probleme gibt. Aber ja, weil Rafim passt da rein. Der, das Ja, können die viel Leute wäre besser. respektieren, Muskelkraft. Aber mehr, dann habt ihr wohl einen Abstecher mit uns in die Zentralregistratur gewonnen. Oh Gott. So, Das aber jetzt klingt sagt mir irgendwie. jetzt erstmal noch, was ihr genau, was wollt ihr jetzt genau von dem Mann? Was ist so das Endziel? Was soll da rauskommen? Wir wollen ja, Leute haben, die bereit sind, uns bei unserem Vorhaben zu unterstützen. Das heißt, der soll uns von seinen Leuten, welche auch immer das sind, hier irgendwie 200 Leute zurecht rekrutieren, die Bock haben, was zu tun. Ja, und unsere Mission, Dapathien zu evakuieren. Daran arbeiten, ihre Heimat zurückzuerobern und Geld und Reichtum und Land zu verdienen. Das kommt hinzu.
Okay, dann dachte ich, Sprechen wir sie auch okay, darauf die an, Leute dass sie haben die Bock da Doppelte drauf, was anspielen. zahlt ihr denen denn? Inklusive natürlich auch später einem kleinen Zuschuss für ihn. Das liegt an eurem Verhandlungsgeschick. Ihr sollt eigentlich, wie gesagt, 5 Goldstücke mitnehmen für Ja, die erste okay, für ihn, Kontaktaufnahme. aber er wird da trotzdem fragen, was kann ich denn meinen Männern bieten? Wir ernähren Sie bekommen wir bewaffnen Verpflegung, Sie sie. bekommen täglichen Lohn und Sie bekommen das Versprechen, dass Sie Land bekommen, sobald Tobrian zurückerobert ist. Dass ihr wohl mit dem Lohn zurückbleibt, wir haben nämlich kein Geld für sowas. Ach, die 5 Kupfer am Tag. Wir bewaffnen Sie, wir ernähren Sie und jedem, der bis zum Ende durchhält, versprechen wir ein fruchtbares Stück Land im Osten. Nein, nicht bis zum Ende durchhält, jedem. Natürlich jedem, das... Das ja, dass man das durchhält, das müssen wir weglassen. Okay, das heißt, wir versprechen den Leuten sozusagen jetzt hier Land. Es gibt sozusagen, das ist eine recht große Mission und das wird anfangen mit einer Evakuierung und das wird eben aber sozusagen am Ende auch sozusagen der Gegenschlag gegen die Schwarzen Lande sein. Und dann werden sozusagen jetzt hier die Leute ein eigenes Stück Land jeder offiziell bekommen. Eine Scholle, die groß genug ist, um eine Familie zu ernähren. Gut, das ist doch etwas, was man die Leute locken kann. Und ich soll dem Mann maximal 5 Dukaten dafür in die Hand drücken. Nimm 20 mit. Oder 50. Man hält mir die Handrichtung Abel mir auf. Was habe ich da mit der Stufe zu schaffen? Du hast die Annahmen. Wie sollte der Mann mit den 1800 Dukaten spenden? Ich glaube nicht, dass wir die in der Bar in die Hand bekommen haben. Das sind Verschreibungen. Du hast doch die Verschreibungen. Ich weiß nicht, ob er mit Verschreibung erst anfangen kann. Ich will wahrscheinlich Bargeld haben. Mit der Verschreibung geht Ömer zur Nordlandbank und lässt sie sich auszahlen. Muss sich dem Orase erklären, wie Geld funktioniert. Selbst ich habe es nach 3 Wochen begriffen. Nun gut. Ich setze mir einen Schreibtisch für so einen Wisch aus und ja, schreibe da 5 Dukaten hin, so dass man es nicht fälschen kann. Also keine Null hinterschreiben. Hast du irgendwelche Nachteile? Habe ich mir. Hinsichtlich Goldgier, nein. Ich überlege gerade. Neid? Passt da Neid? Arroganz? Okay. Eitelkeit? Nee, Geiz Neid. Natürlich. Geiz. Geiz. Er ist kein Torwaler. Vielleicht Arroganz, dass man ihn nicht hinschickt auf den Bettler. Ja, nee, es ist schon okay. Also, es sind ja auch nur 5 Dukaten. Aber du guckst ihn nochmal an, wie er da hämisch grinst und dann kannst du da unterschreiben. Ja, mit dem Schreiben geht man zu Rialan hin und sagt, so, ich habe 5 Dukaten bekommen, hoffentlich klappt das mit 5 Dukaten, hält ihm das Schreiben vor. 50 habe ich wohl doch nicht bekommen. Abelmir, da fehlt eine Null. Da fehlt gar keine Null, der sagt 5 Dukaten. Das ist ein Verbrecher, Baron, in der Rostkuppel. Mit welchem Geld wir 5 Dukaten nicht rumkriegen? Ein Kontaktmann sagte mir, 5 Dukaten erreichen. Außerdem wollen wir von ihm, dass der gesamte Suppenküche reibungslos abläuft. Dann versprecht ihm, wenn die Verhandlungen geklappt haben, einen Zusatzverdienst. Da. Auf der Straße gibt es keine Versprechen, die eingehalten werden. Das gibt es nur unter Edelmännern und das gibt es nur auf der Straße. Hört auf den Bettler, der kennt sich auch. Es ist so, auf der Straße verspricht man sich alles und am nächsten Tag sieht man sich und dann weiß man, der andere gibt es einem nie wieder zurück, weil er es nicht kann. Dann schreibe ich vor die 5 noch eine 2. Als fälschungssicher, aber du kannst zwei davon. Nee. Ihr habt dann rund. Gut, nee, dann zerreiß ich diesen Schein in 1000 Sätzen und schreib bald 9, wirklich 50 Dukaten. Fälschungssicher, sagt er auch noch. Er schreibt darauf eben 5 Dukaten und dann macht er eben sozusagen hinter das Wort Dukaten und vor dem 5 sozusagen Strich und unterdrückt schreibt er dann 5 Dukaten und macht davor und dahinter einen Strich und dann kann das keiner irgendwie da hinschreiben. Genau, in Worten 25. 5 Dukaten, 200 Silbertaler. Also in Worten 25, davor eine 25 als Zahl. Ja, was? Und ich dachte, ich bin geldgeil. Gut. ihr was bekomme ich jetzt von dir? Was? Was steht jetzt drauf, wenn ich auf diesem Schein lese? 25. Ja, ihr habt gehört, 25 Dukaten, das muss reichen. 25 müssen wohl reichen. Meine Fresse, seid ihr am Geizen, das ist ja widerlich. Ich hatte ja zumindest noch einen Grund dafür. Nehmt den 10 Sack Hafer mit. Ach, ich kann doch nicht 10 Sack Hafer dahin schleppen. Du kannst und du wirst. Kriegen wir doch erst morgen. Ich schlepp da keine 10 Sack Hafer hin. Das ist eine Tonne voll. Ein Sack wiegt 100 Kilo. Also, genau. Also erstmal müssen wir abklären, nicht wo die 10 Säcke hinkommen.
sondern wo die restlichen 2490 Säcke hinkommen. 2290. Ich werde morgen. Bisher kommen die jetzt hier morgen früh oder morgen Mittag spätestens, wenn die hier bei Frau Putz Haus landen. Ich werde in aller Herrgötterfrühe bei Störrebrands eine Lagerhalle an Requirieren anmieten, wie auch immer. Okay, gut. Dann kümmert ihr euch darum, Jarland, Herr Greifenmund. Super. Ja, genau. Hat er kennt mich Versprechen bekommen und Gefallen? Bitte was? Hatten wir nicht auch Versprechen und Gefallen bekommen? Ja, aber zusätzlich zu dem Geld, eventuell hat Störrebrand sein gegeben. Er ist ein Störrebrand, der tut nichts ohne Gegenleistung. Raffin, kommst du morgen mit? Meine Herrschaften, wir sollten zugeben, dass wir präsentabel sind, bevor es gleich auf den Ball geht. Zu unserer Ehrung. Stimmt, da war doch was. Ehrenmänner, so der zumindest immer als Bettler anläuft und als Ehrenmann zurückkommt. Ömer grinst an. Sind wir da eigentlich per Du, Herr Ritter? Wenn ich auch Ritter bin? Eines Tages vielleicht. Eines Tages. Also gut, ist kein Bettler, nein. Jetzt hat der Ritterstand endlich mal ehrenhafte Mitglieder. Es gibt auch Bettelritter, macht ihr da keine Illusionen. Räuberbarone, Bettelritter, es gibt sie alle. Aber mir zuckt so ein bisschen im Gesicht, muss ich mal selbst beherrschen, damit du das nicht korrigierst. Ich lächel nur. Ah, einfältiger Ritter. Und denk daran, die Haare zu kämmen. Du meinst tobrisch, nicht einfältig. Ja, ja, so nun immer. Stimmt, kämmen, das muss man häufiger machen, wenn man dazugehören will, ne? Ihr geht nicht auf einen Ball, ihr geht auf ein Bankett. Und rasieren auch. Dann möchte ich bitte von euch eine Betörenprobe bekommen, um euch... Nee, das habe ich nicht. ...um euch fertig zu machen. Oh, das kann ich! Kann ich es über sich verkleiden? Soll ich dir bei den Haaren helfen? Ja, ich hab's geschafft! Bitte. Talentspezialisierung zählt. Oh, krass, was? Um was leitet man das ab? Etikette? Überreden? Nee, es geht ja darum, dass du dich selbst fertig machst. Dann sich verkleiden. Etikette um 10 oder um 5? Um 5 nur. Ja, dann habe ich dann stabil Nullerwert. Und dann hätte ich besser Etikette würfeln sollen. Aber jetzt ich sehe aus wie Schlag. Jetzt habe ich schon geschafft, jetzt gebe ich die Probe nicht mehr zurück. Ich hätte diese Runde weiter fertig. Danke, Kiaras, ich könnte dich küssen. Raphim zieht ganz entspannt sein Kettenhemd an, legt natürlich sämtliche Rüstungsteile an, wie es sich gehört. Ist ja auch ein wichtiges Event. Iserun bekommt die Hälfte an Sternchen von Kiaras, also 6. Muss trotzdem selber würfeln. Hast du nicht? Nein, ich hab das nicht. Ja, dann machst du Etikette leichter um 1 machen. Oder Etikette mit einem Punkt mehr sozusagen. Das ist leichter um 1, kein THW mehr. Etikette? Etikette minus 1, genau. Die hast du ja wohl. Ja! Ja, guck mal, ja. Ja, aber hallo, gut. Bling, bling. Dann steht ihr wieder in dem weitläufigen Schlossbau. Islamitischer Stil, umgeben von den Gärten, ein Pavillon, weiß gekalkte Zinnenmauer und das Greifenbanner in blau-gold-rot. Die Löwengarde ist anwesend und steht Spalier. Überall könnt ihr kunstvoll gearbeitete Statuen erkennen, ein halbes Dutzend an weiteren Leuten, die gerade nach und nach eingelassen werden. Ihr seid also schon ein bisschen später, nicht ganz die Ersten, die ankommen, aber immerhin noch nicht unhöflich. Ja, ihr könnt über einen ausgelegten roten Teppich zum großen Speisesaal gelangen. Zweiflügiges Tor, was offen steht. Es gibt ein bisschen Musik, Essensgerüche, Stimmengewirr von 400 feiernden Menschen. Also noch einmal größer als das, was euch beim Turnier erwartet hat. Herolde, Hofdamen, irgendwelche, Speichellecker, möchte man so sagen, Adlige, all das, was sich hier irgendwie gerade versammelt hat. Der Saal ist, so groß wie er ist, viel zu klein. Die Menschen am anderen Ende könnt ihr kaum erkennen. Zwischen den mächtigen Wappenbannern stehen überall parallel 4 lange Tafeln mit Gestecken, Plattentellern und Trinkpokalen. Quer dazu dröhnt die höhere Kaisertafel mit der Familie derer von Gareth. Einige andere hohe Gäste, ihr könnt jetzt mittlerweile auch Storko erkennen. Den hattet ihr
der hat sonst so viel gar nicht gemacht, aber auch der sitzt jetzt hier. Die Anwesenden rumoren, stoßen, Kelchklirren könnt ihr hören, stürzen Becher herunter. Die Badengruppe Saltatium Morte spielt Festmusik. Den schelmischen Hofnarr Flarach, der macht hier auch irgendwo Faxen. Ein paar Kinder laufen herum zwischen den Stühlen, ein paar Hunde, ein paar Katzen liegen hier unter den Tischen. Und in einer langen Reihe stemmen Lakaien Kessel, Schalen und Platten mit gerührtem, gebratenen und gesottenen Tragen dann auf. Ihr könnt euch dann irgendwo dazusetzen, bis ihr dann eben an einer langen Reihe vielen verschiedenen Tischen sitzt. Und könnt dann nach und nach so langsam dann den Thron mit der Reichsregentin erkennen. Sie schütteln noch ein paar Hände, ja, und so könnt ihr den Abend beginnen. Es ist nochmal eine ganz andere Stimmung als bei den anderen Abenden. Ja, vor allem, man ist froh, dass es jetzt vorbei ist. Man ist froh, dass, ja, wie dass der Winter vorbei ist auch und dass es jetzt so langsam weitergeht. Viel Gelache, viel Gerenne. Wie gesagt, die Kinder sind auch hier. Man hat wohl die Sorgen und Nöte vergessen. Ja, so könnt ihr dann dem ja, Luxus noch ein bisschen genießen. Es erinnert euch ja nicht ganz an das, was ihr hattet, auch wenn wir hier beim Kaiserhaus sitzen, aber ja, so ein, es ist weniger die Alanfaner Dekadenz oder die Winsalter Überzogenheit. Es ist reichhaltig feudal, möchte man meinen. Angbarer Käseschaum, schmalzgebäckene Truthahnkeule und ja. Es gibt ein bisschen Senf dazu, Werheimer Zander. Es ist lecker, aber wie gesagt, nicht das, was ihr hattet mit euren 12 Gängen. Ja, dann im Laufe des Abends gibt es die Turnierpreise für die Sieger der einzelnen Disziplinen. Sie werden allesamt genannt und dreimal hochleben gelassen. Die Preise werden verkündet, hereingebracht und überreicht. Der Sieger darf sich natürlich seine ja, Belohnung aussuchen. Es gibt dann auch noch wohl ab und zu mal was für den Zweitplatzierten. Und der Drittplatzierte bekommt ab und zu auch noch mal ein bisschen Geld. Aber das ist dann eher pro forma. Es geht hier vor allem dann noch um den ersten Preis. Ja, so, dann schauen wir mal nach Tjoste. Nur Erst- und Zweitplatzierter. Gut, bei der Tjoste, da hatte gewonnen der Ritterkönig. Dadurch, dass der schwarze Ritter, der hier nirgends Erwähnung findet, niemand spricht ihn irgendwie an. Er hat irgendwie nie existiert und da hat dann gewonnen der Ritterkönig. Er bekommt eine Ritterrüstung, maßgeschneidert und angefertigt von Grimwilde der Starken. Wird sich bedankt, natürlich ganz höflich und weitere Hände geschüttelt. Leichte Handwaffen hat gewonnen. Dom Gandahar von Streitzig, danke. Ach, der ist das. Hast du doch nie gehört. Doch, der kommt im Mondenkasten. Egal, sorry. Genau, Dom Gandahar. Der hat Kiaras in den leichten Handwaffen besiegt. Er bekommt ein kostbares, verziertes Langschwert von Kaiser Boda. Den Nordmerker Turmalin mit dem Namen Larelin. Dann die Wurfwaffen, da hat gewonnen mit den Speeren, den hattet ihr gestern auf eurer Party, hat da mit den Messern geworfen, wer war das? Ah, Ludwig Salwanger, danke. Ludwig Salwanger hat im Speerwerfen gewonnen, er ist ein herausragender Speerwerfer. Zu eurer Überraschung kann er gar nicht so gut Messer werfen, für Jalan ist das gar nicht so sehr überraschend. Schusswaffen hat gewonnen Ömer. Auch da wird dann der gesamte Name vorgelesen. Hast du noch irgendwelche neuen Namen oder? Nö, Ömer Ibn Hamil. Ömer Ibn Hamil. Du darfst dir aussuchen, eine niemals reißende Bogensehne oder ein echter Abendwind-Kurzbogen elfischer Fertigung. Ja, den musst du natürlich auch nicht mehr entspannen. Oder ein Elementarpfeil oder Bolzen jedes Elements. Erschaffen durch einen Pfeil des Elements permanent. Dann nehme ich hier die Sehne, die niemals reißt. Gut, kannst du dann auf deinen Bogen aufziehen. Schwere Handwaffen. Rafim ohne Namen. Auch da wirst du dir jetzt demnächst einen Nachnamen ausdenken müssen. Ja. Denn du bist demnächst ein Herr von Wohlgeboren. Und er kann natürlich einen Nachnamen besitzen oder sollte.
Ja, möchtest du einen schweren Zweihänder von Kaiser Gerbald dem II. Mit Türkischschmuck und dem Namen Sturmbringer oder möchtest du von der Rondra-Kirche eine Weihe einer beliebigen Komplettrüstung im Schwertfeuer des Tempels? Ja, dann nehme ich natürlich das Schwert. Okay. Rondra gefällig verhalten ist nicht so deins. Nee, die hält eine Sekunde und dann denkt sich Rondra, okay, nein. Gut, dann bekommst du einen schweren Zweihänder. Musst du da jetzt natürlich noch ein bisschen lernen. Oder kannst du zweihändisch kämpfen? Ich kämpfe doch nur mit zwei Händern. Okay, war ein Säbel, was du führst, ne? War das ein Schwert? Ein Säbel ist ein dasselbe. Okay. Genau. Genau, ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob das ein Säbel oder ein Schwert ist, aber es wird durch das gleiche Talent geführt. Gut, dann bekommst du Sturmbringer. Das Wagenrennen hat gewonnen Ludolf von Wertlingen. Er bekommt eine, ja, ich muss gerade mal überlegen, nagelneue Kaiser 6 Tiger mit Goldbeschlägen oder 16 goldene Aveseisen, ausreichend für 4 Pferde. Ein kamales Artefakt, was die Pferde einmal im Monat für eine Spielrunde doppelt so schnell laufen lässt. Er nimmt die Kaiser 6 Tiger. Das Buhurt. Ja, das habt ihr irgendwie alle gewonnen und da werdet ihr dann als Team ausgelobt. Anführer war wohl auch wieder Ludolf von Wertling. Habt ihr euch dem angeschlossen? Ja, gut. Eine magische Waffenscheide für eine Waffe einer Wahl. Aus dieser Waffe immer blitzblank und glänzend gezogen wird. Die Waffenpflege entfällt. Ja, das kriegt ihr alle. Blitzerei. Das kriegt ihr alle. Seid ihr irgendwie alle, alle bei dem Gewinnerteam mit dabei gewesen? Das heißt, eure Waffenpflege entfällt. Und den Großsieger, das wird dann wahrscheinlich Ludolf von Wertling werden. Weil das Wagenrennen so viele Punkte gibt, oder wie? Ja, das Wagenrennen und auch die Buhurt, das sind natürlich die Königsdisziplinen, wenn man so will. Ist für den zweiten Platz in schweren Handwaffen echt nichts? Ja, also eigentlich gibt es für den zweiten Platz dann das, was übrig geblieben ist, aber... Ja, nehme ich. Kriegst du halt die Rondra Vollweihe. Yeah. Na gut. Dann gebe ich auch mal die leichten Waffen. Was hatte er gewählt? Das ein kostenverziertes Boder. Dann bekommst du eine Weihe einer beliebigen Handwaffe im Schwertfeuer des Rondra-Tempels. Die TP steigen, oh Gott, permanent um 1. Der Waffenmodifikator ändert sich um 0 oder plus, also 0 plus 1 oder 1 plus 0. Wow. Gut, ja, nehme ich. Ja, habe ich mir gedacht, dass du das nimmst. Packe ich dann auf meinen Rapier. Auf einen von denen. Ja, danach geht's weiter mit dem Ritter des Reiches. Gemeinsam mit einem halben Dutzend weiterer verdienter Recken werden die Helden für frühere Taten in den Kreis der Reichsritter aufgenommen. Mit dem eigenen Ritterschwert Kalan hier schlägt immer die Knie in den Helden zu Ehrenritter und streift ihnen ein purpurnes Seidenband mit einem wappenförmigen Bronzeorden um. Erhebt euch, Ritter des Reiches, beschließt sie die feierliche Zeremonie. So, damit als Reichsritter am purpurnen Bande, eine dreiklassige Auszeichnung, wird also in Gold, Silber, Bronze verlieren, ihr seid jetzt bronzene Ritter, werdet ihr als Ehrenritter gehandhabt. Sie haben das Recht auf die Anrede euer Wohlgeboren, das Recht des Waffentragens, auch des Zweihänders, das Recht auf Satisfaktion, die Bereinigung eines Angriffs auf die Ehre, üblicherweise durch einen Zweikampf, sowie die Teilnehmer an Adelsturnieren und Konventen, etwa wie dem jährlichen Reichskongress. Sie dürfen in mittelreichischen oder mittelaventurischen Reichen nur von Adligen verurteilt werden und gelten selbst zumindest als Niederadlige. Der Sozialstatus steigt um einen Punkt bei euch allen, bei Bürgerlichen mindestens auf den Wert 8, bei Adligen mindestens auf den Wert 11. Der Wert kann keinesfalls über 13 steigen. Die Helden haben das Recht auf ein Wappen, das in Abstimmung mit dem Wappenkönig Neureich in die offizielle Wappenrolle aufgenommen wird. Ihr habt ein Recht auf ein Wappen, das hattet ihr sowieso schon, weil ihr einen Drachen erschlagen habt. Beziehungsweise alle außer Rafim und Kiaras, aber... Rafim kann sich eben auch nochmal aussuchen, ob er sein Wappen nochmal irgendwie verzieren möchte und auch dazu bräuchte ich einen Nachnamen von dir.
Rafim? Wie möchtest du geheißen werden? Das weiß ich noch nicht. Das muss ich mir überlegen. Das kann ich so aus dem Kopf mir nie noch nicht ausdenken. Gut. Schauen wir uns dann nochmal an. Dann, während die Zeremonie ja so nach und nach dann verklingt und ihr dann wieder zurücktreten könnt, könnt ihr sehen, wie jetzt in klirrenden Kettenhemd Hochkönig Albrax, Sohn des Agam, gemeinsam mit dem, ja, eurem Gefährten, dem anderen Zwerg Igna, die kaiserliche Tafel betritt. Euer König, eure kaiserliche Hoheit, rumpelt der Zwergenherrscher und stößt den, ja, nervösen Igna mit der verhüllten Lanze nach vorne. Das Volk der Angroschim vom Amboss möchte euch ein Geschenk darbringen, das diesen Zeiten des Krieges gerecht wird. Das ehrwürdige Väterchen da selbst hat in den vergangenen 7 Jahren an der Esse mit Angroschwellen aus seinen Feuerträumen stehen lassen. Einst erbat sich König Brenn, doch ist er in den Hallen der Toten. Nun gehört diese Waffe euch, der angetrauten Prinz. Ein Raunen geht durch die Versammlung. Die Reichsregentin ist sichtlich gerührt und fährt mit der Hand zum Mund. Unter dem Seidentuch kommt die fast 2 Schritt lange Lanze zum Vorschein, in deren Schwärze sich die Lichter des Saals spiegeln. Fensterfang. Die Lanze wieder untötes Drachengezücht. Von dieser Waffe träumte ich mir, flüstert die Reichsregentin, wie gebannt beim Anblick des schwarzen Stahls. Ich danke euch, Albrax, Sohn des Agam. Auch im Namen des verstorbenen Königs Prinz, in dessen... Er hätte sie sehr gerne selbst geführt. Doch jetzt werde ich sie an seiner Stadt führen, um dem Drachengezücht Einhalt zu gebieten. Ich danke euch.